Batterie schon fast leer. Jetzt ist die Batterie auch leer. Gott, eiert der rum. Hier bleiben. Was brauchen wir noch? Den brauchen wir. So, tatsächlich haben wir hier schon Fehlercode drin. Fallfühler, G40. Ja, das sagt er ja eigentlich immer. Zündung ein, Motor aus. Zündung ist ein. So. Dann der auch Zentralelektrik. Verwendungsfehler. Ja. Ich glaube, das kann der noch gar nicht hier. Dafür ist das Auto zu alt. Das kann der noch nicht. Na hier, Benziner ab 2000, Diesel ab bei 2004. Zündung ausschalten. Nicht so schlecht aus, sie ist ein bisschen, also hell sind sie. Das heißt eigentlich, dass sie zu heiß werden. Sie sind alle hell und gar nicht mal irgendwie verölt oder so. Elektrodenabstand. Also ich denke mal, ich werde die mal neu machen. Ja, egal, ich mache die jetzt ein bisschen sauber. Und werde das hier nochmal abfilmen, damit ich weiß, was für welche da drin sind. Ich weiß gar nicht, wo das steht, da irgendwo, ne? Büro. Ja, ich mache die jetzt mal schön sauber und dann baue ich die erstmal wieder ein, weil ich habe jetzt keine anderen. Und dann gucken wir mal, ob das was ein bisschen was gebracht hat. Weil die sind schon ein bisschen verkrustet hier. Ja, schauen wir mal. Ich mache die mal eben sauber. Und dann gucken wir mal, ob sich da was verändert hat. Jo.
Der ist aber auch echt krass verölt hier oben. Ich weiß gar nicht, warum der da so aus dem Deckel ölt. Habe ich alles neu gemacht gehabt. Aber hier scheint auch irgendwie was zu lecken. Ja. Hier haben wir auch eine Leckage. Ach, den müssen wir auch neu machen. Oder die Dichtung. Ja, erstmal tausche ich die Zündspule. Diese hier nämlich. Ist auch keine Originalschraube mehr. Naja, schraube ich das mal eben ab. Entschlossen, eine Runde zu drehen. Mal gucken, wie sich das jetzt so verhält. Wie das hier mit den Zündaussetzern ist. Das Ende vom Lied ist, er lief ganz normal. Also klar, ein paar kleine Spucker hat er zwischendurch, aber das hatte er vorher ja auch schon. Ja, ich werde mal diesen Kühlmittelflansch, der da vorne so undicht ist, das was so aussieht, als wenn das so aus einer Ventildeckeldichtung kommt, den werde ich jetzt mal bestellen und werde den mal tauschen, dass wir das Kühlsystem wieder abdichten. Und dann werde ich auch den Temperaturfühler nochmal tauschen, weil der die Temperatur hier nie auf, geht nicht mal auf 70 Grad. Also der hängt hier irgendwo, ups, irgendwo da drin. Und ja, das ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Ja, das werde ich nochmal tauschen und dann gucken wir mal, wie sich das dann verhält. Aber ansonsten fahren tut er aus, geht er auch nicht. Also von daher kann man damit erstmal fahren. Ist ja auch kein Neuwagen, ne? So. Rechner ausladen, Feierabend, Wochenende. Wochenende vorbei schon fast. Gut Leute, dann haut mal rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf dem Bau.